18. September 1931. Japan fällt in die Mandschurei ein, eine für seine reichhaltigen Kohle- und Mineralienvorkommen bekannte Industrieregion im Nordosten Chinas, um die Kontrolle über Rohstoffe für seine wachsende Industrie zu erlangen. In den folgenden Jahren gibt es regelmäßig Zwischenfälle oder begrenzte bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen dem Reich der aufgehenden Sonne und der Republik China. Doch ein richtiger Krieg zwischen beiden Ländern wird erst nach dem Zwischenfall an der Marco Polo Brücke am 7. Juli 1937 ausbrechen. Es ist der Beginn des Japanisch-Chinesischen Krieges, der erst mit der Kapitulation Japans am 2. September 1945 enden würde. Während dieses Kriegs, dem Vorspiel für den Krieg im Pazifik während des Zweiten Weltkriegs, erringt die japanische Armee viele Erfolge, nimmt Peking und Shanghai ein und erobert schließlich im Dezember 1937 die damalige Hauptstadt Chinas, Nanking. In Nanking begehen japanische Soldaten unaussprechliche Gräueltaten und führen eine Massenmordkampagne durch, die über zwei Monate bis zu 300.000 Zivilisten und zahlreichen unbewaffneten chinesischen Soldaten das Leben kosten wird. Einer der für diese Grausamkeiten Verantwortlichen ist der japanische Generalleutnant Moritake Tanabe. Moritake Tanabe wurde am 26. Februar 1889 in der Ishikawa-Präfektur im Kaiserreich Japan geboren. Da sein Vater ein ehemaliger Samurai und später Oberst in der frühen kaiserlichen japanischen Armee war, wollte Moritake ebenfalls Soldat werden. Nachdem er eine militärische Vorbereitungsschule besuchte, schloss er 1910 die Kaiserliche Heeresoffiziersschule ab und absolvierte dann bis 1918 die Heereshochschule. Zu Beginn seiner Karriere gehörte Tanabe zur in Kyoto basierten 16. Division, einer von vier neuen Infanteriedivisionen, die von der Kaiserlichen Japanischen Armee in der letzten Phase des Russisch-Japanischen Kriegs 1904 bis 1905 aufgebaut wurden. Danach war Tanabe Instrukteur an der Heeresinfanterieschule, arbeitete im Militärattaché-Stab an der Botschaft in Frankreich, kommandierte ein Bataillon des 61. Infanterieregiments und war dann leitender Stabsoffizier des Kontrollreferats der Instandhaltungsabteilung des Heeresministeriums. Nachdem er 1933 bis 1934 Instrukteur an der Heeresinfanterieschule in Toyama war, fungierte er vom 1. August 1934 bis zum 7. März 1936 als Leiter des Referats Mobilisierung der Abteilung Wirtschaftliche Mobilisierung des Heeresministeriums. Von 1936 bis 1937 kehrte er zurück ins Feld zum 34. Infanterieregiments, bevor er dann zum Generalmajor befördert wurde und als Kommandeur an die Heeresinfanterieschule in Toyama zurückkehrte. Der Konflikt in Asien zwischen China und Japan begann somit weit vor dem offiziellen Start des Zweiten Weltkriegs mit der Invasion der Mandschurei. Im Rahmen vorheriger Abkommen schützten japanische Truppen die Eisenbahnstrecke in der südlichen Mandschurei. Japan wollte seine Kontrolle über die chinesische Mandschurei jedoch ausbauen und platzierte deshalb am 18. September 1931 einen kleinen Sprengkörper an den Schienen der von Japan besessenen südmandschurischen Eisenbahn nahe der Stadt Mukden. Die folgende Explosion wurde als der Mukden-Zwischenfall bekannt. Obwohl nur minimaler Schaden für die Eisenbahn entstand, gab er Japan einen Vorwand für die schnelle und nicht autorisierte Einnahme von Mukden, heute Shenyang, und der Übernahme der Kontrolle über alle Städte entlang der Bahnstrecke. Trotz chinesischem Widerstand marschierten die Japaner weiter vor und am 27. Februar 1932 waren die letzten widerstandleistenden Chinesen gezwungen zu kapitulieren und die gesamte Mandschurei war in japanischer Hand. Am 1. März etablierten die Japaner den Marionettenstaat Manchukuo, der erst am 18. August 1945, drei Tage nach der Bekanntgabe der bedingungslosen Kapitulation durch den japanischen Kaiser Hirohito, wieder aufgelöst wurde. Die japanische Armee fiel ohne die Zustimmung der zivilen Regierung Japans und ohne Kriegserklärung in die Mandschurei ein und brach damit die Regeln des Völkerbundes. Es gab zwei Hauptgründe für die Invasion. Der erste war, dass Japan eine hochentwickelte Industrie, aber nur wenige natürliche Rohstoffe hatte. Daher wendeten sie sich zur chinesischen Mandschurei, um Öl, Kupfer, Gummi, Holz und andere Rohstoffe zu erlangen.
Der zweite Grund war, dass Japan die Mandschurei als Pufferstaat gegen sowjetische Eingriffe von Sibirien aus in seine Interessen sah. Da die Invasion viel internationale Aufmerksamkeit erregte, sandte der Völkerbund die Lytton-Kommission, um den Angriff zu untersuchen. Die Kommission unter der Leitung Lord Lyttons gab ihren Bericht im Oktober 1932 und schloss, dass Japan verantwortlich für den Angriff und der Aggressor war und grundlos die Mandschurei eingenommen hatte, die China zurückgegeben werden müsse. Die Kommission argumentierte ebenfalls gegen die Anerkennung des Marionettenstaates Manchukuo. Am 27. März 1933 trat Japan offiziell aus dem Völkerbund aus. Seit der Invasion der Mandschurei hatte es verschiedene Zwischenfälle gegeben, sowie begrenzte bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen dem japanischen Kaiserreich und der chinesischen Republik, die jedoch alle wieder abgeklungen waren. Das änderte sich jedoch in der Nacht vom 7. Juli 1937, als eine kleine japanische Einheit bei einem Manöver nahe der Marco Polo-Brücke Einlass in die ummauerte Stadt Wanping verlangte, um einen ihrer Soldaten zu suchen. Die chinesische Garnison in der Stadt verweigerte den Japanern jedoch den Einlass. Ein Schuss wurde gehört und Feuer brach auf beiden Seiten aus. Die chinesische Regierung, die unter hohem anti-japanischen Druck stand, weigerte sich in den Verhandlungen, um den Streit Zugeständnisse zu machen, und auch die Japaner bestanden auf ihrer Position. Der Konflikt wuchs dadurch nur weiter an. Die Bedeutung des Zwischenfalls an der Marco Polo-Brücke ist, dass die Spannungen danach nicht mehr abklungen. Stattdessen gab es eine Eskalation mit beiderseits größeren involvierten Kräften und Kämpfen, die sich auf andere Teile Chinas ausbreiteten. In der Folge des Zwischenfalls an der Marco Polo-Brücke, der den Beginn des Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieges darstellt, oder Widerstandskrieg gegen Japan, wie man in China sagt, und der von 1937 bis 1945 dauern sollte. Die Japaner errangen wichtige Erfolge, nahmen Peking, Shanghai und die chinesische Hauptstadt Nanking 1937 ein, worauf das Massaker von Nanking folgte, auch bekannt unter dem Namen Vergewaltigung von Nanking. Bei Ausbruch des Zweiten Chinesisch-Japanischen Krieges wurde Tanabe im Oktober 1937 zum Staatschef der 10. Kaiserlichen Japanischen Armee ernannt. Dies war eine neue Abteilung unter der Zentralchina-Expeditionsarmee, die als Notfallverstärkung geschaffen wurde, um die japanische Shanghai-Expeditionsarmee zu unterstützen, nach der Schlacht von Shanghai, die vom 13. August bis zum 26. November 1937 dauerte und eine der größten und blutigsten Schlachten des gesamten Krieges war. Auch bekannt als Stalingrad am Yangtze-Kiang, wird die Schlacht häufig als Beginn des Zweiten Weltkrieges angesehen. Nach mehr als 3 Monaten intensiver Auseinandersetzungen an Land, in der Luft und auf See ging die Schlacht letzten Endes mit einem Erfolg für Japan aus. Die Schlacht kann in 3 Abschnitte eingeteilt werden und es nahmen schlussendlich fast 1 Million Soldaten teil. Der erste Teil dauerte vom 13. bis zum 22. August 1937, in dem die Nationalrevolutionäre Armee der Chinesischen Republik versuchte, die japanische Truppenpräsenz in der Innenstadt Shanghais auszumerzen. Der zweite Abschnitt dauerte vom 23. August bis zum 26. Oktober 1937, bei dem die Japaner amphibische Landungen auf der Küste von Yangzhou organisierten und beide Armeen einen Stalingrad-ähnlichen Kampf Haus zu Haus führten, wobei die Japaner versuchten, die Kontrolle über die Stadt und die umgebende Region zu erlangen. Der letzte Abschnitt vom 27. Oktober bis Ende November 1937 beinhaltet den Rückzug der chinesischen Armee, begleitet von Flankenmanövern der Japaner und darauffolgenden Kämpfen auf dem Weg zur chinesischen Hauptstadt Nanking. General Matsui Iwane, der die chinesische Armee aus Shanghai vertrieb und Tanabes 10. Armee unter seinem Kommando hatte, stellte seinen Vorgesetzten klar, dass er entschlossen war, die Hauptstadt Chinas Nanking zu erobern, die 300 Kilometer westlich von Shanghai lag. Matsui bekräftigte eindringlich, dass der Krieg mit China nicht enden würde, bis Nanking unter ihrer Kontrolle wäre, und ging davon aus, dass der Fall Nankings den kompletten Kollaps der Regierung Chiang Kai-sheks bedeuten würde. Moritake Tanabe nahm mit seiner 10. Armee an der Schlacht von Nanking und den nachfolgenden Grausamkeiten teil, die als Massaker von Nanking in die Geschichte eingegangen sind.
Obwohl man generell davon spricht, dass sich das Massaker über die 6 Wochen nach dem Fall von Nanking abgespielt hat, waren die von der japanischen Armee begangenen Verbrechen nicht auf diese Periode begrenzt. Es wurde von vielen Grausamkeiten berichtet, die von der japanischen Armee während des Marsches von Shanghai nach Nanking begangen wurden. Die vielleicht bekannteste Grausamkeit war der Mordwettbewerb zwischen japanischen Offizieren, von dem Zeitungen in Tokio berichteten. Über den Wettbewerb, einem Wettrennen zwischen 2 Offizieren, wer als erstes 100 Menschen mit einem Schwert umbringen könne, wurde fast wie ein Sportereignis berichtet, mit regelmäßigen Updates zum Spielstand über mehrere Tage. Das japanische Militär schritt weiter voran, durchbrach die letzten chinesischen Widerstandslinien und erreichte die Stadttore Nankings am 9. Dezember. Der größte Teil der Zivilbevölkerung hatte Nanking bereits aufgrund der Berichte über die japanische Brutalität verlassen. Reiche Familien flohen als erste und verließen Nanking mit dem Auto. Ihnen folgte die Evakuierung der Mittelklasse und schließlich der Ärmeren. Übrig blieben nur die untersten, mittellosen Klassen, wie die Angehörigen der Tanka-Ethnie, auch Schiffsvolk genannt. 3/4 der Bevölkerung floh vor der Ankunft der Japaner aus Nanking. Die Ausländer in Nanking schufen die Nanking-Sicherheitszone, die vom Internationalen Komitee für die Sicherheit von Nanking verwaltet wurde, unter der Leitung des deutschen Kaufmanns und Nazi-Parteimitglieds John Raabe. Die Zone und die Aktivitäten des Internationalen Komitees halfen, 250.000 chinesische Zivilisten vor Mord und Gewalt des Nanking-Massakers in Sicherheit zu bringen. Es war ein sicherer Hafen für Frauen, Kinder und andere Nichtkämpfende in der Stadt. Die japanischen Truppen respektierten die Zone bis zu einem gewissen Maß. Bis zur Besetzung der Stadt trafen keine Granaten diesen Teil der Stadt, mit Ausnahme einiger Querschläger. Inmitten des Chaos nach dem Angriff auf die Stadt wurden einige innerhalb der Sicherheitszone getötet, doch das Ausmaß der Verbrechen im Rest der Stadt war in aller Hinsicht wesentlich größer. Am Mittag des 9. Dezember warf das japanische Militär Flugblätter über der Stadt ab, die aufforderten, innerhalb von 24 Stunden Nanking aufzugeben und keine Gnade versprachen, wenn dieser Aufforderung keine Folge geleistet würde. Bei Ablauf der Frist am 10. Dezember hatten sie keine Antwort der Chinesen erhalten und der General Matsui Iwane wartete noch eine Stunde, bevor er den Befehl zur gewaltvollen Einnahme der Stadt gab. Am 12. Dezember, unter schwerem Artilleriefeuer und Luftangriffen, befahl der General Tang Shengqi, der Kommandeur der belagerten Garnison von Nanking, der eine Kapitulation bis dahin ausgeschlossen hatte und einen Kampf bis zum Tod angekündigt hatte, seinen Männern den Rückzug. Was folgte, war schlichtes Chaos. Einige chinesische Soldaten nahmen Zivilisten die Kleidung ab, in einem verzweifelten Versuch, sich zu verstecken, und viele andere wurden beim Versuch zu fliehen von der chinesischen Überwachungseinheit erschossen. Am 13. Dezember marschierten die 6. und die 116. Division der japanischen Armee als erste in die Stadt ein und begegneten wenig militärischem Widerstand. Vom 13. Dezember 1937 an beging die japanische Armee willkürliche Morde, Vergewaltigungen, Plünderungen, Brandstiftung und andere Kriegsverbrechen. Sie jagten und ermordeten vermeintliche chinesische Soldaten und verhafteten ohne Prozess tausende junger chinesischer Männer. Viele unschuldige Männer wurden dabei falsch identifiziert und getötet. Tausende wurden zum Yangtze-Fluss gebracht, wo sie mit Maschinengewehren erschossen wurden. Viele chinesische Soldaten wurden mit Landminen in die Luft gejagt, dann mit Benzin übergossen und angezündet. Diejenigen, die überlebten, wurden mit Bajonetten erstochen. Japanische Soldaten enthaupteten zudem zahlreiche chinesische Kriegsgefangene. Die Japaner massakrierten zudem Familien, die außerhalb der Sicherheitszone lebten, und vergewaltigten Zehntausende Frauen. Eine chinesische Frau, Frau Ha, fragte japanische Soldaten, warum sie ihren Ehemann ermordet hatten. Sie stachen ihrem Baby mit dem Bajonett in die Brust, schossen auf sie, vergewaltigten sie und ermordeten schließlich beide. Die Zahl von chinesischen Frauen, die von japanischen Soldaten vergewaltigt wurden, liegt zwischen 20.000 und 80.000. Darunter einige Kinder und alte Frauen. Eine Vielzahl von Vergewaltigungen wurde systematisch von japanischen Soldaten durchgeführt, die von Tür zu Tür gingen und Frauen und Mädchen, die gefangen genommen wurden, in Gruppen vergewaltigten.
Häufig wurden sie danach durch sexuelle Verstümmelung getötet. Ein ehemaliger japanischer Soldat, Azuma Shiro, sprach offen über die Vergewaltigungen und Morde in Nanking. Es wäre annehmbar, wenn wir sie nur vergewaltigt hätten. Ich sollte nicht annehmbar sagen, aber wir erstachen und ermordeten sie immer danach, weil Leichen nicht reden können. Häufig wurden die Opfer nach ihrer Vergewaltigung durch japanische Soldaten fotografiert. Es gab auch Berichte, dass japanische Truppen Familien zwangen, inzestuöse Akte durchzuführen. Söhne wurden gezwungen, ihre Mütter zu vergewaltigen, Väter ihre Töchter und Brüder ihre Schwestern. Anstatt die für diese Vergewaltigungen im großen Stil verantwortlichen japanischen Truppen zu bestrafen, befahl die Zentralchinesische Expeditionsarmee Japans, Trosthäuser, also Bordelle mit Zwangsprostituierten, aufzubauen. Die japanische Armee plünderte zudem die Stadt und brannte viele Gebäude nieder. Ein Drittel der Stadt wurde durch Brandstiftung zerstört. Solche Verbrechen fanden über jeweils 3 bis 6 Wochen statt. Bis zu 300.000 Zivilisten und zahlreiche unbewaffnete chinesische Soldaten wurden über den Zeitraum von 2 Monaten umgebracht. Das Chaos, Brände und Massengräber sorgen dafür, dass eine präzise Zahl unmöglich aufzustellen ist. Die Gewalt ging auch im Februar 1938 weiter, nachdem eine von Chinesen geführte und von Japan beeinflusste Regierung aufgestellt wurde. Tanabes Einheit, die an den Grausamkeiten teilnahm, wurde offiziell am 14. Februar 1938 in Nanking aufgelöst und im Oktober des darauffolgenden Jahres wurde Tanabe zum Generalleutnant befördert. Von März bis November 1941 war er Stabschef der japanischen Nordchina-Regionalarmee. Ende 1941 wurde Tanabe zurück nach Japan berufen, um als Vizechef des Generalstabs der kaiserlich-japanischen Armee zu dienen und erhielt diese Position zur Zeit des Angriffs auf Pearl Harbor. Tanabe lehnte den Angriff auf Pearl Harbor und die Kriegserklärung an die Vereinigten Staaten unermüdlich ab. Vor dem Angriff waren die meisten Amerikaner eher widerstrebend, was eine Involvierung in den Krieg in Europa anging. Dies änderte sich, als die USA Japan dem Verbündeten Nazi-Deutschlands den Krieg erklärten und das Land damit in den Zweiten Weltkrieg eintrat. Tanabe vertrat eine defensive Strategie, die die Alliierten in Kampagnen locken sollte, die weit von ihren Militärbasen war, in der Hoffnung, ihre Versorgungsketten zu Japans Gunsten zu verlängern. Er spielte eine wichtige Rolle dabei, die desaströse Ermüdung und Abnutzung der japanischen Kräfte in Guadalcanal zu beenden. Im April 1943, als die Bedingungen für Japan an der Südfront im Pazifik sich verschlechterte, wurde Tanabe in das von Japan besetzte Sumatra im damaligen Niederländisch-Ostindien geschickt, um das Kommando über die 25. Armee unter der 7. Regionalarmee in Fort de Kock zu übernehmen. Auf Sumatra misshandelten die Japaner systematisch Kriegsgefangene, die gezwungen waren, eine Eisenbahnstrecke zu bauen, die Kohle und Truppen über Sumatra transportieren könnte. Tanabe zeigte keinerlei Interesse für die Gesundheit und das Wohlergehen dieser Arbeiter. Moritake Tanabe blieb bis zum Ende des Kriegs auf seinem Posten auf Sumatra. Die offiziellen Statistiken der Volksrepublik China für chinesische Zivil- und Militärverluste während des Zweiten Japanisch-Chinesischen Kriegs von 1937 bis 1945 belaufen sich auf 20 Millionen Tote und 15 Millionen Verwundete. Bei Ende des Kriegs wurde Moritake Tanabe von niederländischen Behörden festgenommen und nach Medan in der indonesischen Provinz Nord-Sumatra geschickt, wo er vor ein niederländisches Militärgericht gestellt wurde. Tanabe wurde dort für Verbrechen in Niederländisch-Ostindien angeklagt, die keine Verbindung mit den Verbrechen während des Nanking-Massakers hatten, für die er als Stabschef der 10. Armee Japans verantwortlich war. Am 30. Dezember 1948 verurteilte ihn das niederländische Militärtribunal zum Tode durch den Strang. Tanabe war 60 Jahre alt, als er am 10. Juli 1949 hingerichtet wurde. Für Moritake Tanabe wurden keine Tränen vergossen. Vielen Dank, dass du dir den World History Kanal angeschaut hast. Klick auf Gefällt mir, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal.